Und zwar möchte ich euch Danke sagen, wie wir das hier alles gerissen haben. Ich bin mega stolz auf euch. Wir haben uns das alles erarbeitet, es ist uns nichts zugeflogen. Wir stehen hier, weil wir das verdient haben. Und das werden wir heute zeigen. Da draußen den Leuten, für den Verein, für uns, für jeden, der hier in der Kabine mit drinne ist. Weil wir eine Familie sind. Wir fighten füreinander und wir gewinnen miteinander. Und heute gibt es nur einen Sieger des Jahres! Die emotionale Kabinenansprache von Lipsi Eutrich, Kapitän Christoph Lohmeier vor dem Sachsenpokal-Viertelfinale. Das ist Christian Lohmeier, Präsident von Lipsi Eutrich, Sachsens ältestem Fußballclub und Papa vom Kapitän. Auch er freute sich, genauso wie der Trainer Dirk Havel, lange Zeit Spieler, Trainer und Geschäftsführer beim FC Oberlausitz Neugersdorf, dem heutigen Gegner. Die Oberlausitzer hatten ihm ein kleines Präsent mitgebracht. Und dann ging es rein in die Partie. Der Oberligist natürlich der Favorit, aber der Siebtligist, der Stadtteilverein aus Eutrich, versteckte sich nicht zu Beginn. Christopher Pukowicz mit dem ersten Versuch in die Arme von Zlatan Kostal, dem Torhüter von Neugersdorf. Es regnete in Strömen zu Beginn dieser Partie, unangenehme äußere Bedingungen. Aber Neugersdorf, der FC Oberlausitz, versuchte seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Mitte des ersten Durchgangs Paul Körner mit dem Außenriss in die Arme von Alexander Riedel. Für das Team von Stefan Fröhlich wäre ein Erfolgserlebnis so wichtig. In der Oberliga ist man Letzter. Und wann, wenn nicht hier bei Lipsi Eutrich, sollte man mal wieder Selbstvertrauen tanken. Aber die Gastgeber mit diesem Freistoß. Tom Kuhn mit dem Kopf. Und da hat gar nicht mal viel gefehlt, wie die Zeitlupe zeigt. Kuhn im Nachwuchsbereich bei Lok Leipzig gespielt, aber schon lange Jahre beim SV Lipsia. Der Zusammenhalt in der Mannschaft, das ist die große Stärke. Neugersdorf erhöhte in den letzten 10 Minuten vor der Pause den Druck. Karl Petrik, der Kapitän, mit dem Abschluss. Alexander Riedel mit den Fäusten am Ball. Der Torhüter, der Gastgeber, vertritt den etatmäßigen Stammkeeper Sascha Gerstenberger, der wegen eines Sehnenriss im Bizeps ausfällt, hatte gegen Bischofswerda 2 Elfmeter gehalten und sie erst in dieses Viertelfinale geführt. Ecke, Oberlausitz, der Ball kommt zurück, Riedel lenkt den Ball an die eigene Latte und dann staubt Julian Jans ab zum 0:1. Der 19-Jährige mit der Führung für die Gäste. Der Ball bei der Ecke, vorher vielleicht sogar am Aus, schwer zu erahnen. Spiel lief weiter und dann kann Riedel da nicht viel machen. Will den Ball drüber lenken. Das gelingt ihm nicht. Julian Jans, seine Jugend unter anderem bei RB Braunschweig oder Chemnitz verbracht. Seit 1. Januar in Neugersdorf mit der 1:0 Führung. Und er wollte gleich nochmal, wieder Ecke, wieder Jans. Das Außennetz steht diesmal nur im Weg. Es bleibt beim 1:0 aus Gästesicht zur Pause. 0:1 aus Gastgebersicht für das Team um Trainer Dirk Havel. Ja, da war trotzdem natürlich noch alles offen, denn gegen Bischofswerda im Achtelfinale, da lag man schon mit 0:2 zur Pause zurück. Zweite Hälfte, dieser Freistoß von Tom Kuhn. Eher ungefährlich. Auf der anderen Seite 56. Minute. Die Ecke wird erstmal rausgeklärt. Der Ball kommt aber wieder zu Eckschütze Erik Merkel. Und der kann auch Tore erzielen. Ein Traumtor zum 2:0 für den FCO. Erik Merkel, einer der Erfahrenen im Team, mit Budissa Bautzen 2018-19 Regionalliga gespielt. Und an diesem Treffer kann man sich kaum satt sehen. Neugersdorf feiert dieses 2:0. Lipsia wollte jetzt natürlich antworten und diese Antwort, die folgte nur 3 Minuten später. Knöbel mit dem Ball in den Lauf von Wirt, Duck, Pham. 1:2. Lipsia war zurück im Spiel. Der Anschlusstreffer in der 59. Minute und die Partie war wieder offen. So offen wie die Beine von Zlatan Kostal, Neugersdorfs Torhüter, in dieser Szene. Und jetzt drückten sie die Gastgeber. Sie schnupperten schon wieder an der Pokalsensation. Patrick Opitz mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Der Ball geht knapp links vorbei. Wir machen einen Sprung in die 90. Minute. Richard Krenzlin mit dem Ball in die Spitze. Da ist wieder Pham. Der Torschütze wird gelegt. Und es gibt den Strafstoß für Lipsia Eutrich in der letzten Minute.
Schiri John Bartsch zückt erst dann die gelbe Karte, greift sich dann aber hinten an die Gesäßtasche, zeigt rot für Neugersdorf-Torhüter Zlatan Kostal. Das Foul unstrittig, aber ob das für einen Platzverweis reicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls muss Ersatztorhüter Lukas Böhm aus der Kalten zwischen die Pfosten. Julius Nitsche hat sich den Ball zurechtgelegt. Nitsche gegen Böhm. Böhm hält. Nachschuss. Drüber. Wahnsinn, was hier passiert in Leipzig-Eutritsch. Gar kein schlecht geschossener Elfmeter, aber Böhm ahnt die Ecke. Der Nachschuss dann knapp drüber. Es ist zum Verzweifeln für Lipsia rund um Julius Nitsche und Neugersdorf feiert Lukas Böhm. Er wird zum Matchwinner, denn Oberlausitz-Neugersdorf zieht ein mit 2:1 ins Pokal-Halbfinale. Da bin ich natürlich sehr froh drüber, zumal wir nicht in die Verlängerung müssen. Können wir jetzt nach Hause fahren. War ein schönes Gefühl, ja. Haben Sie einfach intuitiv die richtige Ecke ausgewählt? Wie haben Sie die Szene erlebt? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also ich habe versucht noch anzutäuschen mit einem Schritt, aber dass er dann auch dahin schießt, Glück. Ist ja beim Elfmeter immer so, dass Glück ist. Ja, ich denke, dass das für uns im Moment gerade auch ein ganz wichtiger Meilenstein ist, sage ich jetzt mal, weil wir ja in der Liga unten drin sind und wir brauchen natürlich ein paar positive Punkte und das haben wir uns heute geholt und ich hoffe, dass das dann auch in der Liga ein bisschen überschwappt und dass wir dort dann natürlich auch ein bisschen erfolgreich wieder werden. Ne? Letzte Frage, die muss sein im Halbfinale, welches Los darf sein? Ja, es darf gerne Dynamo Dresden oder Chemnitz FC sein. Und der Stolz überwiegt, der Stolz auf die Mannschaft, die haben wirklich alles rausgehauen, haben eine sehr gute Partie abgeliefert, es war ein richtiger Pokalfight, wir haben das gut gemacht und ja, hat ein bisschen Pech. Ich glaube, wir hätten erst halbzeit schon in Führung gehen können, kriegen dann ein sehr unglückliches Tor. Ja, wir haben diese Situation von der Gersdorf genau gekannt, kriegen dann dieses Tor. Es war maximal unglücklich und ja, mit dem verschossenen Elfmeter dann ganz am Ende. Ich glaube, Verlängerung mit einem Mann mehr hätten wir es schon für uns noch entscheiden können, aber ja, so hart ist dann Fußball manchmal. Und so gab es trotzdem ganz, ganz viel Applaus von den Zuschauern für die Gastgeber, für den Siebtligisten. Nach der Saison wird man voller Stolz auf eine Pokalsaison zurückblicken, in der man ins Viertelfinale eingezogen ist beim SV Lipsia Eutritsch.